Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich Chris, den Community Coordinator von Giants, für euch. Der Liebe hat sich ein paar Minuten Zeit genommen, um ein paar Fragen auf der FarmCon zu beantworten. Wenn ihr auch mal ein Q&A mit Chris sehen wollt, dann schreibt doch bitte einfach mal Hashtag Chris in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr den Bock drauf habt. Und jetzt viel Spaß! So. Moin Chris, stell dich mal kurz vor. So, hallo erstmal zusammen, mein Name ist Christoph Stumpfer, aka Chris05. Ich bin der Community Coordinator von Giant Software, danke, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Bin jetzt seit März dabei, komme ursprünglich aus Österreich, das hört man vielleicht nur so ein bisschen raus. Seit ich nach Franken gezogen bin, Österreich hier jetzt wieder ein bisschen mehr rum. Ja, wir sind hier auf der FarmCon 19, genau genommen im Glas Atrium, wo es am Nachmittag ein bisschen heißer wird. Hier haben wir neben ein paar Partnerständen, wie hier ist Gigabyte, Glas natürlich, haben wir auch noch diesen wunderschönen Xeron zum Rumfahren mit dem Farming-Simulator und ganz, ganz hinten unseren eigenen Merch-Booth, wo man T-Shirts kaufen kann und auch eine wunderschöne Plüschkuh, die sehr weich ist. Was sagt denn Giants zur FarmCon? Wie kommen sie denn an bei den Zuschauern? Bei uns kommt die FarmCon großartig an. Wir sind sehr happy, dass Klaas uns hier eingeladen hat. Kann man gar nicht genug sagen, wie froh wir eigentlich sind, hier zu sein, weil Klaas ist einer der Größten. Ne? Überhaupt, dass wir da sein durften, war ein Riesending für uns. Also ist momentan ein Riesending für uns. Hoffentlich können wir irgendwann einmal wiederkommen. Versuchen ja immer so ein bisschen durch die Manufacturer durchzugehen, also durch die Hersteller durchzugehen. Wir auch so ein bisschen Dings haben. Letztes Jahr waren wir bei Horsch. Das war schon ganz spannend. Schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr hingehen. Wir haben schon ein paar Kandidaten so in Aussicht. Wir haben aber noch nichts fixiert. Wir wollten das schon ansagen, aber wir haben leider keine Zusagen gekriegt. Das war ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, alle hier sind sehr froh, da zu sein. Auch wir haben einen Haufen Glas-Mitarbeiter, die extrem froh sind, dass wir hier sind. Die freuen sich, dass wir hier sind, die haben Spaß mit uns. Momentan ist es Sonntag, die arbeiten jetzt momentan nicht, deswegen sind hier überall die Vorhänge unten. Die machen das schon sehr professionell, das ist jetzt nicht wegen der Sonne, es ist einfach, weil keiner arbeitet. Was fair ist, ne? Wochenende muss man ja eine Gaudi haben. Von der Community wird es auch gut angenommen, oder? Ja, also bis jetzt sehr gut. Die Leute, die hier sind, haben Spaß. Die Leute, die nicht hier sein können, na, die sind halt ein bisschen traurig, dass sie nicht hier sein können, sehr viele. Manche sagen hier halt auch, ach, mir ist das egal, es ist eh zu heiß. Ne? Wir haben irgendwie wie viel Grad? 38 Grad. Naja, momentan wie viel? 29 soll es heute werden oder so, habe ich gehört. Aber ich versuche halt auch rumzulaufen, Fotos zu machen, auf Social Media zu posten, auf Twitter, auf Facebook. Facebook ist immer ein bisschen schwierig, weil dann wird es spammy und dann killt dir Facebook quasi, dass du entdeckt wirst. Das mich ein bisschen ärgert, weil an sich, ich würde gerne mehr teilen. Wir machen auch viel jetzt mit Instagram-Stories, einfach damit wir, die gehen halt nach 24 Stunden weg, deswegen ist es da nicht so schlimm. Die werden dann meistens eh auf Facebook auch wieder weitergeteilt. Also grundsätzlich positiv, durchgehend. Wie gesagt, wir haben auch keine langen Schlangen mittlerweile. Gestern war es halt am Eingang, ganz am Anfang, riesenlange Schlange, wie dann John Deere vorgefahren ist. Natürlich dann Goodie Bag beim Merch Booth abholen. Großes Highlight war ja die DLC-Enthüllung. Wie kam die bei der Community an? Extrem positiv. Also hier in der Halle war Jubel, Freude, jawohl, Klaas, es ist da. Auf Social Media natürlich auch sehr viel Freude. Wir haben ein paar so Fragen, die werden wir in den nächsten Tagen beantworten. Grundsätzlich gleich mal sagen, wie viele Fahrzeuge kommen. Über 35 Maschinen von Klaas. Es wird keine Karte kommen. Der Fokus ist wirklich auf die Klaas-Maschinen. Ja, es ist im Season Pass für Konsolen enthalten. Was ist denn dein Lieblingskuchenrezept? Kugelhupf. Kugelhupf. Ölkugelhupf. Ist aber auch lecker. Ist super, habe ich dieses Jahr gelernt, selber zu machen mit dem Rezept von meiner Oma. Und heute ist großes Finale der FSL. Jawohl. Also nicht das Finale, aber das Finale von dem Turnier hier auf der FarmCon. Es ist das erste Mal gestern und gerade jetzt in diesem Moment spielen noch die Qualifier Runde 1, Runde 2. Twitter ist @FSL Esports. Da findet ihr es. Lars wird da immer posten, was gerade Status ist, was gerade Stand ist. Wir wollen das definitiv für kommende Events ein bisschen verbessern. Momentan ist es halt ein bisschen sehr unantastbar, weil es ist in diesem kleinen Glaskino oben im Technopark. Und da darf halt nicht weder rein, weil das Kino ist belegt auf 50 Leute. Und man ist hier sehr strikt, dass wirklich nur so viele Leute in den Raum dürfen, wie dürfen, weil ansonsten haben wir ein Sicherheitsrisiko. Und wir wollen kein Sicherheitsrisiko. Wir wollen, dass das alles safe ist, das muss alles proper laufen. Und deswegen können wir jetzt leider die Qualifiers nicht wirklich herzeigen. Das tut uns auch sehr leid. Chris, danke schön für deine kurze Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bitte. Und wir sprechen uns definitiv nochmal wieder. Sehr gut, finde ich gut.